Ja, heute in diesem Video möchte ich dir vier Dinge vorstellen, die dafür sorgen, dass du Wing Chun und jede andere Kampfkunst viel, viel schneller lernst als bisher. Doppelt so schnell, dreimal so schnell. Und ich habe diese vier Techniken von Jim Quick. Ich habe mir da ein Video auf YouTube angeschaut, eigentlich ist es ein Podcast. Und dieser Jim Quick trainiert Leute wie Bill Gates und Will Smith, damit sie zum Beispiel schneller lesen, schneller lernen und ihr Gehirn einfach besser benutzen. Also der sollte doch einiges los haben, wenn er solche bekannte Leute coacht. Und ich werde auch dieses Video hier unter diesem Video verlinken. Leider ist es auf Englisch. Aber ich werde dir jetzt diese vier Dinge sowieso hier auf Deutsch vorstellen. Und ich habe ja die letzten Jahre auch viel schneller gelernt als früher. Mir war aber gar nicht so bewusst, an was es lag. Und jetzt, wenn ich mir diese vier Dinge anschaue, dann wird es mir viel klarer. Und das erste Erfolgsgeheimnis, um alles schneller zu lernen, egal ob eine Kampfkunst, Wing Chun oder alles sonst, ist, dass du gewisse Dinge vergessen solltest zuerst einmal. Also bevor du mit dem Lernen startest, vergiss drei verschiedene Dinge. Das erste ist, vergiss alles, was du bisher gelernt hast. Also, ich meine jetzt nicht, dass du es wirklich vergessen solltest, aber in diesem Moment geh mit deiner Einstellung rein, dass das alles neu für dich ist, weil dann öffnest du deinen Geist und bist bereit dafür, wirklich neue Informationen aufzunehmen. Wenn du an eine Sache herangehst und dir denkst, du weißt sowieso schon fast alles, dann wirst du fast nichts mehr Neues aufnehmen. Das geht einfach nicht. Also deine Einstellung ist ganz, ganz entscheidend. Geh mit der Sache rein, dass du nichts drüber weißt und alles Neues und du möchtest wirklich jetzt irgendetwas Neues erfahren und das dann in deinem Training umsetzen. Das zweite, das du vergessen solltest, auch ganz, ganz wichtig, du solltest alles um dich herum vergessen und voll auf dein Training fokussieren. Also nicht, was die anderen jetzt neben dir machen, was außerhalb passiert, sondern sei voll beim Training. Wenn du 1,5 Stunden zum Training gehst, dann trainiere wirklich. Alles andere kannst du ja dann nachher machen, mit Freunden auf einen Kaffee gehen etc. Aber beim Training sei voll bei der Sache und nicht ständig, zum Beispiel, schau nicht ständig zu den Schülern neben dir, die ein paar Schüler gerade ober dir sind und bewunderst sie, was sie da machen und das möchtest du auch schon machen, sondern sei voll bei der Sache, was du gerade in diesem Moment machst. Denn so machst du viel schnellere Fortschritte, als wenn du ständig irgendwo anders bist. Das dritte, was du vergessen solltest, sind deine negativen Glaubenssätze. Also, dass du dir nicht ständig einredest, okay, Schrittarbeiter bin ich nicht so gut, Hebel kann ich nicht, Bodenkampf ist nichts für mich. Weil wenn du dir das ständig einredest, dann programmiert dich dein Gehirn wirklich dahin, dass du es wirklich nicht kannst. Es wird eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du dir ständig so negative Dinge einredest, dann bewahrheitet es sich mit der Zeit. Also diese drei Dinge vergessen, ist der erste Punkt. Erstens einmal alles vergessen, was du bisher gelernt hast, mit frischem Geist an die Sache herangehen. Zweitens alles um dich herum vergessen und voll fokussiert sein. Drittens deine negativen Glaubenssätze vergessen, damit es sich nicht bewahrheitet. Das war mal der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, sei bitte ein aktiver Lerner, kein passiver Informationenbezieher, der sich nur berieseln lässt von seinem Trainer, von seinem Meister. Vertraue eben nicht nur auf deinen Meister, dass der dich besser macht, denn du musst dich selbst besser machen. Da habe ich auch schon einmal ein YouTube-Video dazu veröffentlicht. Ich werde es hier auch drunter verlinken. Also das ist der zweite Punkt. Sei wirklich ein aktiver Lerner. Mache dir Notizen nach dem Training. Nimm dich vielleicht selbst dann am nächsten Tag auf Video auf, damit du das Ganze nicht mehr vergisst. Damit du es dann auch noch nach ein paar Monaten nachtrainieren kannst. Ansonsten hast du in der Regel keine Chance, dass du dich erinnerst nach ein paar Monaten. Das war also der zweite Punkt, sei ein aktiver Lerner. Der dritte Punkt, du solltest dafür sorgen, dass du mit positiven Emotionen, mit einer positiven Einstellung an die Sache herangehst.
Denn was war zum Beispiel das Problem früher in der Schule? Man ist da drinnen gesessen und einem war langweilig. Und weil einem langweilig war, hat man sich nichts gemerkt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was wir da in Physik zum Beispiel oder in Chemie oder egal wo, Geschichte, durchgemacht haben, weil ich war nicht so richtig bei der Sache, mir war langweilig und deswegen habe ich mir die Dinge nicht langfristig gemerkt. Das ist das Problem. Wenn du das Ganze aber, wenn du etwas lernst und dabei positive Emotionen hast, voll bei der Sache bist und mit voller Neugier und richtig fasziniert bist von der Sache, dann merkst du dir die Dinge viel länger. Und das ist im Wing Chun eben auch so. Wenn ich mit der Einstellung reingehe, ah, das mache ich nicht so gern, die Hebel interessiert mich nicht, dann werde ich sie auch nie lernen. Wenn ich aber neugierig bin und wirklich bereit bin, etwas Neues zu lernen, wenn ich positive Emotionen verspüre, dann lerne ich das viel, viel schneller. Dann lerne ich es doppelt so schnell, dreimal so schnell und ich merke es mir danach auch. Also das war der dritte Punkt, sorge für positive Emotionen. Und zum Schluss noch der vierte Punkt, vielleicht sogar der wichtigste Punkt, auf den man in der Regel nicht achtet, der vor allem der Grund ist, warum ich glaube ich die letzten Jahre so große Fortschritte gemacht habe, viel größere Fortschritte wie früher ist. Egal was du lernst, lerne es immer mit der Einstellung, dass du es später selbst unterrichtest. Weil dann bist du ebenfalls viel fokussierter bei der Sache und du sorgst dafür, dass du es dir langfristig merkst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Sequenz aus den Jizo-Sektionen gezeigt bekommst, dann mach das mit der Einstellung, dass du es später mal einem anderen zeigst. Selbst wenn du kein Trainer bist, ist das wichtig. Weil nur so sorgst du dafür, dass du voll bei der Sache bist und dein Gehirn, dein Unterbewusstsein programmierst, es nicht zu vergessen. Und wenn du jetzt kein Trainer bist, dann nimm dir eben vor, dass du dich hin und wieder mit einem Trainingspartner triffst und damit ihr dann was Sinnvolles trainieren könnt, nimm dir vor, das nicht zu vergessen und es mit dem, damit du es dann mit dem Trainingspartner trainieren kannst und ihm genau zeigen kannst, wie das funktioniert. Also ganz, ganz wichtig, trainiere, als würdest du es später unterrichten. So, noch einmal zusammengefasst, die vier Punkte, um Wing Chun und jede andere Kampfkunst doppelt so schnell oder dreimal so schnell zu lernen, ist: vergiss drei Dinge. Erstens einmal, was du bisher gelernt hast. Zweitens, alles um dich herum. Und drittens, deine negativen Glaubenssätze. Dann der zweite Punkt, sei ein aktiver Lerner und nicht nur ein passiver Informationsbezieher. Dritter Punkt, sorge für positive Emotionen, um die Dinge wirklich merken zu können. Und der vierte Punkt, trainiere Wing Chun so, als würdest du es später unterrichten. Und mit diesen vier Strategien lernt man wirklich viel schneller. Und falls es dich interessiert, ich habe hier auf YouTube schon einige Male ein Video veröffentlicht mit Tipps, wie man eine Kampfkunst schneller lernen kann und besser lernen kann. Und ich werde diese Videos hier unter diesem Video verlinken. Schau es dir an, wenn dir das Thema am Herzen liegt, wenn es dich interessiert und du wirklich schnell vorankommen willst. Wenn dir diese Tipps hier gefallen haben, dann bitte gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und sag mir auch deine persönliche Meinung zu dem Thema und hinterlass einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei deinem Training.